Hallo zusammen, es ist 18:30 Uhr. Ich lege mal los. Zum heutigen Vortrag über die ketogene Ernährung. Ich werde hier grundsätzlich schon eher den Bezug setzen, auch zum Ausdauersport. Versuche aber auch allgemein, wenn Fragen sind, zu dieser Ernährungsform die zu beantworten. Ich möchte auch hier nicht unbedingt klarstellen, ob jetzt die ketogene Ernährung funktioniert oder nicht funktioniert, denn sie funktioniert sicherlich. Sondern es geht mehr darum, was denn wichtig ist oder welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit es dann auch funktionieren kann, bezüglich auch, was sind positive Aspekte, was verbessert denn den Stoffwechsel mit der ketogenen Ernährung oder eben auch, was verschlechtert es oder welche Systeme sind dann am Ende eben auch schlechter als vorher. Geht vor allem um diese Thematik. Wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr unten in die Kommentarspalte einfügen. Ich versuche sie, wenn möglich, während dem Vortrag zu beantworten. Ansonsten werde ich das rückwirkend dann nachholen in den heutigen Abendstunden oder morgen. Die ketogene Ernährung per Definition im Bereich von 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, das kann mal ein bisschen mehr oder weniger sein. Hier muss man auch differenzieren, dass vielleicht Personen auch schon viel früher, also sprich mit mehr Kohlenhydrate pro Tag in einen ketogenen Zustand kommen. Zudem darf man auch nicht vergessen, wenn wir lange Belastungen haben, zum Beispiel im Ausdauersport, kann es auch dort vorkommen, dass natürlich schon Ketonkörper produziert werden. In einer ketogenen Ernährung haben wir grundsätzlich den Effekt, dass die Mitochondrien, also einen grundsätzlichen Effekt, dass die Mitochondrien maximiert werden. Die Mitochondrienmaximierung hat insofern einen positiven Effekt, dass die Sauerstoffaufnahme, die Fettverbrennung deutlich verbessert wird. Eine bessere Sauerstoffaufnahme kann natürlich auch mit mehr Energie verbunden sein. Die aerobe Leistungsfähigkeit wird danach deutlich verbessert. Was ebenfalls ein spannender Punkt ist, es muss dann aber eben auch zu Beginn zumindest auch in einer deutlich tieferen Intensität trainiert werden. Und das ist eben der springende Punkt. Wenn ich zu intensiv trainiere, dann wird das schon mal nicht funktionieren. Also ich brauche eine tiefe Trainingsintensität zu Beginn, damit ich diesen Prozess oder diese Anpassungen dann eben auch auslösen kann. Die Trainingsintensität ist ein Faktor, der Alltagsstress ist ein wichtiger Faktor, sprich habe ich einen zu hohen Stresslevel im Alltag, habe ich einen zu hohen psychologischen Stress im Alltag, dann habe ich schon mal einen schwierigen Stand, überhaupt einen positiven Effekt dieser Ernährungsform zu eruieren. Also sprich, es kommt schon auf die Grundvoraussetzung meines Alltags an, es kommt auf die Grundvoraussetzung an des Körpers, aber bin ich genügend fit, habe ich ein genügend regeneriertes System, insbesondere auch Muskulatur. Ist das nicht der Fall, macht es schon absolut keinen Sinn, überhaupt sich Gedanken zu machen über diese Ernährungsform. Wird dann in einer sehr guten oder in einer angepassten Intensität trainiert, dann kann natürlich hier ein positiver Effekt entstehen. Wir sehen das dann natürlich zum Beispiel in einer Spiroergometrie, dass eben Fettstoffwechsel hoch ist, die Sauerstoffaufnahme sehr gut ist und dann habe ich natürlich auch einen positiven Anpassungseffekt, da muss man überhaupt nicht diskutieren. Ebenfalls natürlich wichtig, der Körper lernt, die Ketonkörper als Energie zu nutzen, also er kann damit umgehen. Mittlerweile gibt es ja auch Ketonkörper aus der Flasche, wird im Ausdauersport auch immer mal wieder eingesetzt. Da ist natürlich das immer noch am Anfangsstadium, ob das jetzt einen positiven Effekt hat oder nicht. Fakt ist, ich habe eine zusätzliche Energiequelle, die ich nutzen kann und das ist natürlich absolut spannend. Gibt auch Beispiele, sei es im Radsport oder eben auch im Triathlon, die hier sehr gute Effekte erzielt haben über eine ketogene Ernährung. Die Frage, die man sich dann halt auch stellen muss am Ende, ich werde dann ja wahrscheinlich am Schluss dann noch kurz auf das eingehen, ist es dann wirklich die ketogene Ernährung, die verantwortlich ist, dass diese Athleten, Athletinnen leistungsfähiger werden oder hat es dann auch einen anderen Grund? Das hat dann eben mit Trainingsintensität zu tun, das werde ich nachher kurz ansprechen. Also wir sehen, diese Ernährungsform kann durchaus spannend sein und kann natürlich auch sehr, sehr positive Effekte auf den Stoffwechsel auslösen, insbesondere auf die angesprochenen Punkte, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen. Das heißt auch hier, es geht um das Individuum Mensch, sprich, ich muss den Einzelfall abklären, ob das Sinn macht oder nicht.
Eine Pauschalisierung in diesem Bereich ist haarsträubend und kann am Ende zu mehr Schaden als Nutzen führen. Das sehen wir leider immer wieder, denn es gibt natürlich auch von dieser Ernährungsform negative Beispiele. Auf das möchte ich jetzt auch wichtigerweise eingehen. Und zwar, wenn ich natürlich die Kohlenhydrate so tief setze, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, einen Anteil des anaeroben Stoffwechsels zu verbessern, und das ist insbesondere die Säurepufferung. Der Körper verlernt die Fähigkeit, die Säuren in der Zelle zu puffern, und wenn er das nicht mehr kann, dann verlieren wir natürlich einen essentiellen Bauteil des anaeroben Stoffwechsels. Die Folgen davon sind zum Teil extrem, zum Teil vielleicht ein bisschen weniger spürbar, aber sie können am Ende massiven Schaden anrichten. Ihr müsst euch das so vorstellen, oder? Säurepufferung, Säurebildung, die findet dann statt, wenn ich eben in einem intensiven Training auch Kohlenhydrate zuführe, sprich vorher oder eben auch während der Belastung, damit Säuren gebildet werden. Dann kann der Körper sie auch wieder puffern. Er lernt dieses System zu trainieren oder zu verbessern. Mache ich das nicht, habe ich diese Kohlenhydrate nicht, dann ist es nicht möglich, dieses System zu maximieren. Das kann zu Beginn einen positiven Effekt auslösen, weil wenn ich eben weniger Säurepufferung habe, also so diesen Teil des anaeroben Stoffwechsels weniger trainiere. Übrigens auch wichtig, die Laktatbildung geht zurück. Das heißt, der Körper ist dann maximal weniger leistungsfähig. Also er kann hochintensiv weniger Leistung bringen. Das führt dazu, dass eben auch weniger intensiv trainiert wird. Und das ist natürlich auch ein positiver Effekt. Durch die Reduktion der Intensität kann ich natürlich in erster Phase auch einen positiven Effekt auslösen. Also zu Beginn kann das durchaus auch spannend und funktionierend sein. Auf Dauer ist es aber so, dass ich natürlich auch die Fähigkeit verliere, im Alltag eine gewisse Stresstoleranz zu haben. Das führt einerseits dazu, dass wir viele Fälle haben, die ketogene Ernährung gemacht haben oder eben auch sehr stark fettlastig sich ernährt haben, vermehrt Probleme haben bei der Schlafqualität, oftmals eben auch innere Unruhe, in der Regel auch mehr Magen-Darm-Probleme, weil eben halt einfach die Fähigkeit, Säurepufferung zu betreiben, nicht mehr vorhanden ist. Ganz extreme Fälle hatten auch Probleme im Bereich des Rachens, also Entzündungen im Rachenraum. Saures Aufstoßen ist ein ganz häufiges Beispiel in diesem Bereich. Was dann zusätzlich dazu kommt, ist die Herzfrequenz und die Atmung, die deutlich erhöht wird. Ich habe Beispiele, da war die Herzfrequenz um 20 Schläge höher als Norm. Das heißt, die Person konnte zwar auch bei 160, 170 Puls noch sehr gut fahren, eigentlich faktisch noch fast Grundlagenbereich, aber es war natürlich nicht mehr so toll. Das heißt, nach dem Training war die Herzfrequenz erhöht über Stunden, der Puls kam gar nicht mehr runter, die Atmung war sehr schnell höher. Sprich, weil eben diese Säuren, die eben nicht mehr gepuffert werden können, vermehrt über die Atmung und über das Herz aus dem Körper gebracht werden. Also eine Erhöhung der Herzfrequenz, eine Erhöhung der Atmung, also sprich schnelleres Außeratmensein beim Treppensteigen zum Beispiel, ist eben ein Indiz, dass diese Pufferung nicht mehr funktioniert. Wenn natürlich dann der Körper so nicht mehr runterkommt, wenn er permanent überaktiviert ist auf der Herzebene, dann ist das natürlich alles andere als angenehm. Das spüre ich dann natürlich, wenn ich einschlafen möchte, der Puls konstant hoch ist, dann ist das einfach der Beginn eines suboptimalen Zustandes. Und das ist halt eines von vielen Beispielen, dass eben auch diese Ernährungsform am Ende zu massiven Problemen führen kann. Wenn ich diese Systeme nicht mehr trainieren kann aufgrund der deutlichen Reduktion der Kohlenhydrate. Die Extrembeispiele eben von Problemen im Rachenraum, Entzündungen in diesem Bereich, Speiseröhre zum Beispiel auch, dort gibt es Fälle, die können auch aktuell immer noch oder haben Mühe aktuell überhaupt eine Trainingsintensität hinzukriegen, und das Monate nachdem man diese Ernährungsform propagiert oder gemacht hat. Das zeigt eigentlich auch, wie es für einen Schaden angerichtet werden kann, wenn man pauschal solche Ernährungsformen dann propagiert. Weil es mal zum Beispiel beim Profiathleten funktioniert, dann heißt es nicht, dass automatisch jeder gemacht ist für solche Ernährungsformen. Insbesondere, wenn Leute im Alltag halt auch gefordert sind, einen strengen Alltag meistern müssen, da muss man eben sehr vorsichtig sein.
Wenn ich eben dann diese Systeme nicht mehr habe, dann ist es auch schwierig, die wieder hochzubekommen, diese Säurepuffer, weil die Intensität ist nicht mehr hochzukriegen. Das heißt, die haben oftmal Mühe, überhaupt diese Trainingsintensität hinzubekommen, um eine Verbesserung auszulösen. Wenn sie es dann hinkriegen, dann ist in der Regel eben schnell mal Feierabend, das heißt für Übelkeit bis zum geht nicht mehr. Probleme dann auch im Immunsystem, es kann sein, dass sie dann fiebrig werden oder sich fast eigentlich ins Bett trainieren, weil der Körper überhaupt nicht in der Lage mehr ist, diese Systeme richtig zu trainieren und zu bearbeiten. Und das ist dann natürlich ja, der Beginn eines schwierigen Prozesses. Man kriegt das natürlich wieder hin, aber ist mit viel Aufwand und viel Geduld verbunden. Und dann ist auch immer die Frage, ja, hat denn das wirklich Sinn gemacht? Wie lösen wir dieses Problem? Grundsätzlich muss man eben von Anfang an schauen, macht das Sinn, so eine Ernährungsform durchzuführen. Man kann dies so machen, dass man das polarisiert. Das heißt, ich kann Tage setzen, wo ich eben eine sehr starke fettlastige Ernährung mache und dann aber dementsprechend auch tief trainiere, also wirklich im tiefen Grundlagenbereich. Und dann wechsle ich das mit Tagen, wo ich halt eine sehr hohe Trainingsintensität mache, Intervalle, Schwellentrainings und dort erhöhe ich auch die Kohlenhydrate. Also gehe auf eine hohe Kohlenhydratzufuhr, vor allem primär vor und während dem Training, damit ich eben dort eine Differenz setzen kann. Das kann man zum Beispiel mal machen. Ich mache das 5 Tage so, 2 Tage so. Da wäre eine Beispielmöglichkeit. Oder eben, ich mache es zum Beispiel auch mal wochenweise, Grundlagenwochen mit intensiveren Wochen und muss dann differenzieren. Am einen Tag fettlastig, tiefe Trainingsintensität, am anderen Tag dann eben vielleicht sehr kohlenhydratlastig und eine hohe Intensität. Muss aber auch darauf achten, dass ich eben genügend esse an den intensiven Tagen, damit ich diesen Anpassungsprozess auslösen kann. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich das maximieren kann. Eine weitere Option ist, ich mache das nicht so hardcore-mäßig, sondern setze die Trainingsreize so, oder sprich setze die Ernährung so, dass ich in einer tiefen Trainingsintensität vor, während und unmittelbar nach dem Training die Kohlenhydrate meide, also sprich fettlastig trainiere ohne hohe Trainingsintensität. Dann kann ich natürlich diesen Effekt ebenfalls auslösen, habe aber die Möglichkeit, den Rest des Tages doch wieder Kohlenhydrate zuzuführen, damit ich eben auch den Stress besser verarbeiten kann, damit ich eben nicht so in eine hohe extreme Situation komme. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich denke, hier liegt ein spannender Ansatz, das zu versuchen, weil das ist deutlich einfacher umsetzbar und wir sehen aufgrund der Daten, dass es eben auch eine Möglichkeit gibt, über diese Form eine Verbesserung zu erzielen. Auch hier Vorsicht geboten, ich muss immer überprüfen, macht das Sinn in der momentanen Situation? Ist die Person hochgestresst, dann absolut aufgepasst, dann wird es sehr schwierig sein. Ist eine Person immer ein bisschen auf dem Vollgas-Level, also sprich, spürt sie sich nicht so gut und macht einfach eher zu viel, dann muss man eben auch vorsichtig sein. Dann braucht es jemanden, der halt einen Bremsklotz spielt zum Beispiel, damit sie in so einer Ernährungsform dann eben nicht zu Schaden kommt. Dann kann man das auf jeden Fall probieren. Also ich denke, hier braucht es eine strikte Anleitung und vor allem halt eine Voraussetzung. Also die Grundvoraussetzung muss passen. Ich muss die Daten zum Beispiel auch zuerst sehen. Ich muss wissen, mit wem mache ich so etwas und dann kann es auch funktionieren. Was eben dann die spannende Frage ist, die ich am Anfang kurz noch eingeworfen habe, ist es denn am Ende die ketogene Ernährung, die diese positiven Effekte auslöst? Oder gibt es einen anderen Zusammenhang? Man muss sich das mal so, man kann das sich so erklären. Am Ende ist es ja vor allem so, dass wenn jemand eben diese ketogene Ernährung ausführt, also im Ausdauersport zum Beispiel auch, dann wissen die in der Regel, okay, ich muss die Intensität des Trainings runterfahren, weil ich habe jetzt nun mal die Kohlenhydrate nicht mehr. Ich weiß, es ist wichtig, dass ich tief trainiere. Dann wird es eben meistens auch gemacht. Das heißt, ich muss der Person zuerst mal die Energie entziehen, damit sie begreift, dass sie endlich mal weniger intensiv trainiert. Und dann gibt es einen positiven Effekt. Dann ist die Anpassung hier. Jetzt muss man aber auch die Frage stellen, ja, kann ich denn das nicht mit einer in Anführungszeichen normalen Ernährung ebenfalls hinkriegen? Und dort ist eben die Kernfrage, ja, wahrscheinlich eben auch. Klar ist so, dass ich in dieser ketogenen Phase den Effekt, dass der Körper diese Ketonkörper besser verwerten kann, natürlich maximal trainieren kann. Mache ich das nicht in einer so extremen Form, wird es nicht den gleichen positiven Effekt geben. Aber ich kann es eben in dieser abgeschwächten Form, wie ich das vorher erwähnt habe, ebenfalls durchführen.
Wichtig ist aber eben, ich muss mir bewusst sein, dass ich die Intensität einfach runterfahre. Und dort liegt eigentlich das größte Problem, weil die meisten einfach viel zu intensiv trainieren. Wenn ich die Grundlage halt zu hoch ansetze, zu viel Gas gebe, zu viel Energie verbrauche in dieser Zeit, wenn ich da mal 2, 3 Stunden unterwegs bin und ist im Vollgasmodus, am besten noch in der Gruppe, wo jeder ein bisschen schneller fahren muss als der andere, dann kann ich das natürlich nicht, dann wird es keine Effekte geben. Dann nützt mir auch die ketogene Ernährung nichts, weil dann passiert einfach nichts. Dann ist einfach Stress pur und eigentlich ja, einmal Stoffwechsel an die Wand gefahren. Wenn ich das hinkriege, wenn ich im Kopf genug stark bin und einfach sage, hey, mir ist egal, was der Rest macht, ich fahre in meiner tiefen Intensität, mache das locker, dann werde ich das ebenfalls auch mit einer Ernährungsform hinkriegen, wo ich die Kohlenhydrate in den tiefen Intensitäten meide oder reduziere und in den hohen Trainingsintensitäten eben zuführe. Also polarisiert, sprich hochtrainieren, tieftrainieren, Hochintensität die Kohlenhydrate zum Training zuführen, Tiefintensität die Kohlenhydrate meiden. Wenn ich dann das schaffe, tief zu trainieren, dann wird eben dann auch ein positiver Effekt ausgelöst. Darum ist eben die Frage hier berechtigt, ist es so, dass ich zuerst mit der ketogenen Ernährung meinen Stoffwechsel so weit runterregulieren muss, dass ich mal endlich weniger intensiv trainiere und das der positive Effekt, oder ist es wirklich der ketogene Anteil, der hier den maximalen Effekt auslöst? Und das ist eben die wichtige Frage, die ja spannend wäre zu klären. Natürlich habe ich noch andere Effekte, wie ich das angesprochen habe. Aber in der Regel ist eben das möglich, wenn ich im Kopf das begreife, dass ich eben tiefer trainieren sollte, wenn es um Grundlage geht, dann habe ich ebenfalls einen positiven Anpassungseffekt, auch ohne dass ich mich in eine komplette ketogene Ernährung bewege. So viel zu dem Thema. Wir sind nächsten Dienstag 18:30 Uhr wieder live mit den nächsten Vorträgen. Ihr seht die auf der Homepage erbsinstitut.com, könnt ihr nachlesen, welche Thematiken. Habt ihr Fragen dazu, könnt ihr sie eben unten noch reinschreiben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, passt auf euch auf und bis bald.